Hallo liebe Freunde der Eisenbahn, ich bin der Jimmy, wir sind in Folge 24. Ja, in der letzten Folge haben wir gesehen, wir hatten ein kleines finanzielles Problem. Wie ihr seht, haben wir das inzwischen behoben, es sind auch 5 Jahre vergangen. Warum dieses finanzielle Problem? Ich habe mir das Wheel Capacity Script, hatte ich mir angepasst, damit die Züge einfach mehr Kapazität haben. Was damit allerdings einhergeht, ist die Tatsache, dass die Betriebskosten exorbitant ansteigen. Und das passt einfach nicht auf diese Karte, weil ich habe hier das Städtewachstum, also die Anzahl Einwohner pro Stadt, auf maximal 500 eingestellt. Sonst geht uns die Performance in den Keller und das wollen wir nicht. Daher, ich habe das Real Capacity Script wieder auf die Originalkapazitäten eingestellt. Und ja, damit funktioniert es finanziell auch alles wieder. Ja, dann wollte ich noch zwischendurch eine Timelapse machen. Dann kam der Convenience Patch, heißt der, glaube ich, zwischendurch noch. Ist schon ein Weilchen vergangen, da war ich noch krank und andere Sachen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich hatte zwischenzeitlich Folge 24, 25 hatte ich schon fertig aufgenommen. Ich habe mich jetzt aber entschlossen, wir lassen das aus, wir überspringen das, ich zeige euch einfach, was ich gemacht habe und machen hier an dieser Stelle weiter mit Folge 24. Ja, was habe ich gemacht? Außer, dass ich die 300 Millionen Schulden in 700 Millionen Guthaben umgewandelt habe, habe ich gemacht. Ja, fangen wir hier an, auf der Lebensmittellinie. Die habe ich ein bisschen umgestellt. Hier fahren wir jetzt kein Getreide mehr zur Lebensmittelfabrik, sondern nur noch Viecher und bringen Lebensmittel zurück. Ja, warum? Weil das einfach mit denselben Waggons geht. Ist einfacher, brauche ich keine zwei Linien, keine zwei verschiedenen Züge. Macht das Ganze übersichtlicher, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Und ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe hier hinten angefangen, einen weiteren Hauptbahnhof zu bauen, anzuschließen. Und zwar wird es in Büdingen der hier sein. Da habe ich eine Linie gebaut über Viersen. Ach, hör doch mal auf hier. Eine Linie gebaut über Viersen nach Kahla. Eine Linie Büdingen, Marburg, Kleine Felde. Eine Linie Elsfleth, Warstein raus. Bis nach Witting, das war ein bisschen, ne, die geht sogar weiter, bis nach Neukirchen. Witting war ein bisschen tricky, weil ich da nicht wirklich den Berg hochgekommen bin und hier oben auf dem Berg auch nicht wirklich einen Bahnhof hingekriegt habe. Aber ich habe den Bahnhof einfach verbuddelt. Geht schon, passt. Ja, was habe ich denn dann sonst noch gemacht? Ja, die Linie Elsfleth, Schwäbisch Hall, Rodenberg ist neu. Ja, das ist das, was ich so in der Zwischenzeit gemacht habe. Wie gesagt, ich habe nicht viel gemacht seit dem letzten Video. Aber jetzt geht's weiter. Und zwar folgendermaßen. Ich hatte ja eigentlich bisher immer eine Linie gebaut. Büdingen, Viersen, Kahla beispielsweise. Einen Pendelzug zwischen Viersen und Büdingen, Pendelzug zwischen Viersen und Kahla, plus zusätzlich einen ICE von Kahla direkt nach Büdingen. Bei der nächsten Linie machen wir das ein bisschen anders, weil das für die Linie Büdingen, Höxter, Osthofen und Eckernförde. Allerdings will ich hier nicht so einen Schlenker machen, sondern ich fahre einfach von Büdingen raus, Hauptbahnhof in Anführungsstrichen, Regionalbahnhof in Höxter, verlängert das nach Osthofen und dann kommen wir von Eckernförde ebenfalls nach Höxter rein, sodass wir hier quasi so eine Y-Strecke haben, weil sonst komme ich hier mit dem nächsten Hauptbahnhof hier ein bisschen so in Konflikt und das will ich nicht haben. Deswegen machen wir das jetzt so, dass wir das hier unten alles schön abgedeckt haben. Ja, habe ich schon wieder viel zu viel gequatscht. Ich würde sagen, ich bin jetzt mal ruhig und wir bauen das.
Ja, ihr seht schon, hier fällt schon ein Stückchen Straße. Da habe ich angefangen. Da fiel mir auf, dass ich die Aufnahme nicht gestartet hatte. Aber ich habe es noch rechtzeitig gemerkt. Also legen wir los.
Tja, liebe Freunde der Eisenbahn, das war die Folge 24. Transportfieber mit Jimmy. Wenn es euch gefallen hat, nehmt ein Abo mit, lasst einen Daumen da. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was wir da machen, Strecke weiter ausbauen und dann schauen wir weiter. Also, wenn es euch gefallen hat, schaltet das nächste Mal wieder ein und ich würde sagen, bis dahin, euer Jimmy.